Werbejournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. RTV Kompakt wird heute getragen unter anderem von Hoffnungsträger Krottendorf begrüßt Babys, Habitträger Bergbrüder gestalten Paraden und Erinnerungsträger Oesnitz restauriert Denkmal. Mittwoch, der 5. Dezember. Glück auf! Leider müssen wir die Sendung mit folgender Meldung beginnen. Verstehen Sie das als Aufruf zur Vorsicht, denn Gauner machen auch in der Weihnachtszeit nicht Pause. In Aue wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Die Polizei sucht dazu Zeugen. Als es diesen Montag bei der 81-Jährigen in der Straße Brünnlersberg an der Tür klingelte, stand eine junge, unbekannte Frau vor der Tür, die sich als Mitarbeiterin einer Bank vorstellte. Unter einem Vorwand verschaffte sich die vermeintliche Bankangestellte Zutritt zur Wohnung. Kurze Zeit später klingelte es an der Tür erneut. Eine weitere Frau, offenbar eine Komplizin, lenkte die Seniorin ab. Währenddessen tauschte die Frau in der Wohnung offenbar die EC-Karte der 81-Jährigen aus. Im Anschluss hoben die Unbekannten mehrere tausend Euro an einem Bankschalter ab. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Aue unter der Rufnummer 03771 120 entgegen. Die Seniorin konnte die Frauen leider nicht näher beschreiben. Sie heißen Paul, Emil, Frieda oder Max. Im Familienzentrum Waltersdorf hatten sie jetzt ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. Wieder mal hat Krottendorf seine neuen Ehrenbürger und die des Stadtteils Waltersdorf feierlich zu begrüßen. Bürgermeister Sebastian Martin hat es sich nicht nehmen lassen, das selbst zu übernehmen. Er sagte den anwesenden jungen Eltern, dass es in Krottendorf und Waltersdorf 2018 über 40 Neuankömmlinge geben wird. Zu der Veranstaltung jetzt im Dezember waren 23 Mädchen und Jungs eingeladen. Bei der vorangegangenen im Sommer waren es 20. Für die neuen Ehrenbürger gab es ein kleines Geschenk, ein Sparbuch der Volksbank und ein schönes Lied mit auf den Weg. Die Formosa-Zwergmundjacks im Auer Zoo der Minis haben ein Jungtier bekommen. Der kleine Mini-Hirsch wiegt weniger als ein Kilo. Selbst erwachsen wird das Weibchen nur ca. 12 Kilogramm auf die Waage bringen. Die seltenen Formosa-Mundjacks werden derzeit nur in 3 Zoos in Europa gehalten. Daher ist eine Zoogeburt bei Formosa-Zwergmundjacks ein sehr seltenes Ereignis. Bei der jüngsten Sitzung des Kulturkonvents des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen in Annaberg-Buchholz, wir hatten berichtet, wurden auch Personalien bekannt. So berief der Vorsitzende des Kulturkonvents, Landrat Frank Vogel, den Leiter der städtischen Museen Annaberg-Buchholz, Wolfgang Blaschke, in den Kulturbeirat. Wolfgang Blaschke folgt als Kultursachverständiger der Sparte Museen Sammlungen zum 1. Januar 2019 Christian Lieberwirth nach, der aus beruflichen Gründen ausscheidet. Manja Dahms wurde vom Landrat nachträglich zur Leiterin des Kultursekretariats berufen. Abschließend wurde in der Sitzung der Wechsel des Vorsitzes des Kulturkonvents bekannt gegeben. Zur Halbzeit der aktuellen Amtsperiode am 1. Januar 2019 übergibt Landrat Frank Vogel das Zepter des Vorsitzenden an Landrat Matthias Damm und übernimmt die stellvertretende Funktion. Der Sitz des Kulturraums wechselte bisher immer mit dem jeweiligen Landrat. Jetzt wurde beschlossen, dass der Kulturraum seinen Sitz ständig in Flöha haben wird, wo schon seit Jahren das Kultursekretariat sitzt. Eine ambulante Kinderarztsprechstunde wird seit kurzem im MVZ in Allerbrunn angeboten. Dr. Medik Camelia Descu, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin sowie Nephrologie, behandelt Kinder aller Altersgruppen im Rahmen einer Akutsprechstunde. Die Sprechzeiten sind wie eingeblendet Montagvormittag und Donnerstagnachmittag.
Anmeldungen werden auch telefonisch unter 03773 62850 entgegengenommen. Im Sommer 2019 wird Annaberg Buchholz zum zweiten Mal das internationale Märchenfilmfestival Fabulix ausrichten. Projektleiterin Christine Baden-Walter verriet: Unser Team war bereits bei verschiedenen Kinderfilmfestivals, wie in Chemnitz beim Internationalen Filmfestival für Kinder und junge Erwachsene Schlingel und in Ostrow beim bekannten tschechischen Festival Ota Hofmann zu Gast, um neue Produktionen für das zukünftige Filmprogramm zu sichten. Dabei konnten wir wunderbare Neuverfilmungen kennenlernen. Außerdem erreichten uns bereits mehrere direkte Anfragen von Verleihern und Produzenten. Die Auswahl für das sommerliche Filmvergnügen ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Bis zum 31. März 2019 können eigene Märchenfilmproduktionen mit den entsprechenden Sichtungsmedien von den Filmschaffenden eingereicht werden. Das Reglement zum Einreichungsverfahren ist unter fabulix.de veröffentlicht. Bei einem Pressegespräch im Rathaus Schwarzenberg wurden am Dienstag zwei Geschenkideen für Weihnachten mit Bezug zur Stadt vorgestellt. Zum einen wird am 9. März 2019 in Schwarzenberg bereits zum 10. Mal die Veranstaltung Sounds of Hollywood in der Ritter-Georg-Halle stattfinden. Die Kombination aus Konzert- und Kinoerlebnis war in den letzten Jahren nahezu immer ausverkauft. Die Karten für Sounds of Hollywood sind ab sofort in der Schwarzenberg-Information erhältlich. Das Konzert können ca. 850 Besucher sehen. Rund 10% der Karten sind bereits verkauft. Zum anderen lag im Rathaus eine neue Medaille auf dem Tisch. Es ist die zweite mit Motiven der Stadt Schwarzenberg, diesmal aus dem Ortsteil Erlach-Krandorf. Herausgegeben wird die Medaille von den Freiberger Münzfreunden in einer Auflage von maximal 500 Stück. Die Ausführung in Silber kostet 130 Euro, die in Kaiserzinn 30 Euro. Die Medaillenserie begleitet die deutsch-tschechische Bewerbung der Montanregion Erzgebirge Krušní Hory als UNESCO-Welterbe. Weihnachtsspenden im Gesamtwert von 3.500 Euro verteilt das Unternehmen NVIAM im Erzgebirgskreis. Nutznießer sind soziale Einrichtungen und Vereine, die das Geld für ihr gemeinnütziges Engagement einsetzen werden. So erhält der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Aue-Schwarzenberg 500 Euro für die tägliche Vereinsarbeit. Je 500 Euro gibt es auch für die Vereine Erzgebirgische Hutzenleit Stützengrün, Heimatstube sowie Musikschule Johann-Georgenstadt und CVJM Silberzeche Auerbach. Der Schwach und Stark e.V. erhält in Ehrenfriedersdorf 1.000 Euro für den Aufbau einer Begegnungsstätte für sozial Schwache und Menschen mit Migrationshintergrund. In der Vorweihnachtszeit haben die Bergbauvereine im Erzgebirge viele Termine auf Weihnachtsmärkten. Mit ihren Bergparaden und musikalischer Unterstützung durch die Orchester stimmen sie traditionell auf die schönste Zeit des Jahres ein. Auch zum Auerracher Mendelmarkt am ersten Adventswochenende war der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine aktiv. Am Sonntagabend erfreute die große Bergparade trotz Regenwetters zahlreiche Besucher. Kaum ein anderer Landstrich ist für seine weihnachtlichen Rituale so bekannt wie das Erzgebirge. Rund 500 weihnachtliche Veranstaltungen machen die Region zum Weihnachtsland schlechthin.
Der große Boxer Markus Beyer ist tot. Er verstarb im Alter von nur 47 Jahren. Diese Nachricht verbreitete sich am Dienstag in ganz Deutschland. Große Trauer, besonders auch im Erzgebirge. Der spätere Profi-Boxweltmeister wuchs in Schwarzenberg auf und kam über seinen Vater zu seinem Kampfsport. Auch später, als Markus Beyer längst ein Prominenter war, rissen die Kontakte in die Heimat nie ab. Dadurch haben viele Erzgebirger den sympathischen Sportsmann kennengelernt. Wer ein Stück seines Weges mit Markus Beyer bestritten hat, wird sich immer an den bekannten Sohn der Stadt Schwarzenberg erinnern. Wir müssen jetzt aber weiter mit der Sendung machen und kommen nach Oelsnitz. Im folgenden Beitrag geht es auch um das Erinnern. Das restaurierte und versetzte Mahnmal in Oelsnitz-Erzgebirge. Es steht zum Gedenken der Opfer jeglicher Gewaltherrschaft, 30.01.1933 bis 9.11.1989. Am 29. November 2018 übergab der Bürgermeister Bernd Birkigt das Denkmal bei einer feierlichen Einweihung der Öffentlichkeit. Der neue Standort ist im südlichen Stadthallenpark an der Stadionstraße. Schön, dass Sie heute hier zu dem Anlass zu uns gefunden haben. Wir wollen heute das Denkmal Opfer jeglicher Gewaltherrschaft wieder einweihen. Im November 1951 wurde von der Ortsgruppe der Verfolgten des Naziregimes VVN das Mahnmal zum Opfergedenken errichtet und eingeweiht. Eine Gedenkschrift mit Datum 30. November 1951 wurde in Form einer Zeitkapsel im Denkmal hinterlegt. Eine Kopie dieser Schrift wurde der heutigen Zeitkapsel dann beigefügt. Im Opfergedenken des Jahres 1951 wurde, dem Zeitgeist geschuldet, vorrangig an die Opfer aus den Reihen der Funktionäre aus KPD und SPD gedacht. Nach der deutschen Einheit wurde das Mahnmal umgewidmet in Opfer jeglicher Gewaltherrschaft. Heute wird an alle Opfer gedacht. Alle Verfolgten und Getöteten des 20. Jahrhunderts sind mit eingeschlossen. Also alle, denen Diktatur, Gewalt und Brutalität widerfahren ist. 2018 wurde nach Beschluss des Stadtrates und im Zuge der Neugestaltung des Umfeldes der Stadthalle das Denkmal aus dem nördlichen in den südlichen Stadthallenpark versetzt. Bereits 2007 gab es die Überlegung der Versetzung. Nun wurde das Vorhaben verwirklicht. Der neue Standort ist ein ruhiger, besinnlicher Platz, der zukünftig zum Innehalten und Gedenken einlädt. Im südlichen Stadthallenpark wird neben der Nähe zum Stadtzentrum eine ruhige Umgebung geschaffen, die Möglichkeiten zum Gedenken und Erinnern bietet. Der Stadthallenpark und das denkmalgeschützte Kulturhausensemble rücken durch die Umgestaltung näher an die Mitte der Stadt heran. Der damit neu geschaffene Bereich wird nach Abschluss der Gesamtmaßnahme den Oelsnitzern sowie den Gästen der Stadt zusätzlichen attraktiven Raum für Aufenthalt, Aktivitäten und Veranstaltungen bieten. Jetzt Veranstaltungstipps. Pünktlich zum Beginn des Schwarzenberger Weihnachtsmarktes öffnet das Museumsdepot Bahnhof Nummer 4 am Freitag von 13 bis 19 Uhr seine Türen. Im Schauteil werden die Schwarzenberger Bahnhofsgeschichte erzählt und die umfangreichen Sammlungen an Waschgeräten und Öfen präsentiert. In den stündlichen Führungen von 13 bis 17 Uhr können die Besucher in die sonst verschlossenen Depoträume blicken. Überall hat sich weihnachtliche Stimmung verbreitet. Während des Rundgangs durch das Zinn- oder Volkskunstdepot erfahren alle Interessierten mehr zum erzgebirgischen Weihnachtskalender.
Wenn um 18 Uhr schließlich das Klingeln im alten Klassenzimmer ertönt, wird zur historischen Schulstunde wie vor 100 Jahren gerufen. In einem Rollenspiel übernehmen die Kinder die Rolle der Schüler vergangener Tage und lernen so alte Lehrmethoden, Unterrichtsinhalte und Verhaltensweisen kennen. Ob beim Schreiben, Rechnen oder gemeinsamen Singen, überall ist der Hauch von Weihnachten zu spüren. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro und für Ermäßigte 2,50 Euro. Die Teilnehmerzahl pro Führung ist auf 15 Personen begrenzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.schwarzenberg.de oder unter der Telefonnummer 03774 233 89. In Lugau öffnet die Oberschule am Stegenwald am Freitag ihre Schultür für Gäste, zukünftige Schüler und alle, die sich für die Oberschule mit ihren Ganztagsangeboten, Projekten und Unternehmen interessieren. Ein besinnlicher Weihnachtsmarkt lässt in den Schulfluren die Vorfreude auf das Fest steigen. Die Ausstellung Beck – Cartoons ist nur noch bis zum 9. Dezember im Heinrich-Hartmann-Haus in Ösnitz-Erzgebirge zu sehen. Der Leipziger Cartoonist und Zeichner Beck greift beherzt zum Zeichenstift und liefert mit seinen Cartoons ein Panorama der Zeit, das vieles mit sicherem Strich entlarvt und hinterfragt. Die Ausstellung im Heinrich-Hartmann-Haus präsentiert mehr als 100 Zeichnungen aus der letzten Zeit. Geöffnet ist am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr sowie freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Ich will ERZ-TV Kompakt heute mal mit einer Zahl beenden. Die lautet 221. So viele Einwohner leben in Sachsen im Durchschnitt auf jedem Quadratkilometer des Freistaates. 221. Darauf hat das Statistische Landesamt anlässlich des Tages des Bodens am 5. Dezember hingewiesen. Und nach dem 5. Dezember kommt der 6. Und das ist der Nikolaustag. Vielleicht finden Sie ja was in Ihrem Stiefel. Und dann gibt es ja eine neue Ausgabe von ERZ-TV Kompakt. Bis dahin, Glück auf! Lösnitzer Weihnachtsmarkt. Traditionell am dritten Adventswochenende und 2013 beim MDR Weihnachtsmarkttest auf Platz 1 gewählt. Der Prolog Engel und Bergmann, der große Bergaufzug mit Bergzeremoniell und viele andere Highlights machen den Lösnitzer Weihnachtsmarkt zum einzigartigen Erlebnis. Und Sie können dabei sein. Die Weihnachtsklänge wieder hören können. Hörgeräte Enert wünscht Ihnen frohe Festtage und präsentiert Ihnen Wetter und Tagesbilder. Sonnig war der Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden aber verregnet und grau sein. Achtung, vor allem nachts kann es glatt werden auf Straßen und Gehwegen. Die Temperaturen pendeln sich tagsüber je nach Höhenlage zwischen 7 und 10 Grad ein. Die gefühlten Werte liegen aber weit darunter. Der Sonnabend wird freundlicher und kühler. Schnee ist für kommende Woche angekündigt.